Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Wir packen diesen Geschenk hier mal aus. Und zwar nämlich Pokémon Shuffle. Ein Free-to-Play-Spiel von dem Nintendo eShop. Dieses Spiel umfasst derzeit, sobald ich mich richtig informiert habe, über 200 Levels. Also, es werden hier mal eine lange Zeit was zu tun. Und ich freue mich schon. Nein, ich möchte Street Pass nicht aktivieren. Ein bisschen hier rumspielen, so, das müsste reichen. Spielen. Ein neues Gesicht, das schreit ja förmlich nach einem Artikel. Vielleicht beginnt ein Abenteuer, bei dem du viele Pokémon begegnen wirst. Ich heiße Clara und bin vom Beruf Journalistin. Verrate mir doch bitte, wo es als erstes hingehen soll. Ja, wie es aussieht nach Pellhaven. Ach, das Psiao dort hat es dir also angetan. Dann los. Weiter durch antippen. Okay. Hier findest du alle Infos zu diesem Psiao. Gleich geht dein erster Kampf los. Mann, ist das aufregend. Aber wirf zuerst noch einen Blick hierauf. Jeder Kampf kostet dich nämlich einen Versuch. Wenn dein Countdown abgelaufen ist, erhältst du einen neuen Versuch dazu. Hätte man das alles nicht im Einsatz zusammenpacken können, anstatt sowas zu machen? Meistere diese Stufe in 8 Zügen. Okay, machen wir. Wir schaffen das schon. Das ist es. Da ist es. Das Psiao. Reihe im Shuffle-Bereich Pokémon auf, um anzugreifen. Fallen die KP des Gegners auf 0, gewinnst du den Kampf. Also dann, zeig mal, was du kannst. Greif das Psiao an, indem du 3 Pokémon aufreißt. Für eine Reihe brauchst du 3 Pokémon derselben Art. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Merl dort? Bewegst du es in Pfeilrichtung, ergibt sich eine Dreierreihe. Wunderbar! Versuche es als nächstes Mal mit diesem Pichu. Dir sind ja gleich mehrere Reihen in Folge geglückt. Toll! Das nennt man übrigens eine Serie. Oh, jetzt hätte ich um ein Haar die Restzüge vergessen. Jeder Kampf muss innerhalb einer festgelegten Anzahl von Zügen gewonnen werden. Achte immer darauf. Schaffst du es nicht, innerhalb der vorgegebenen Zuganzahl das Pokémon zu fangen, nimmt es Reise aus. Also führe mit Wunaira die Entscheidung herbei. Die Entfernung ist nicht ohne, aber du schaffst das schon. Gut gemacht, du hast die KP des Gegners auf 0 gesenkt. Zeit für einen Fangversuch. Oh, das wird ein toller Artikel. Die Fangprognose ist sehr hoch. Das wird ein Kinderspiel. Tippe den Pokéball an, um das Pokémon einzufangen. Du bist ein bisschen niedlicher. Ausgezeichnet. Dieser Artikel schreibt sich wie von selbst. Vielen Dank. Spitze, gleich im ersten Kampf Rang S erreicht. Besiegst du ein Pokémon, erhältst du Münzen. Eine solche Belohnung will schon was heißen.
Sieh nur, ein neues Pokémon. Los, schnapp es dir. Am besten nimmst du gleich das Ziel mit, das du eben gefangen hast. Okay, machen wir. Dafür musst du Psyo nur als deinen Helfer festlegen. Zieh das Pokémon einfach in die Leiste. Gut gemacht, dann nichts wie zurück. So, die Vorbereitungen wären abgeschlossen. Der Kampf ruft. Nur noch schnell ein Wort zu den gewonnenen Münzen. Vor einem Kampf kannst du damit Items erwerben. Items werden sich im Kampf als sehr nützlich erweisen. Es lohnt sich also, deine angesparten Münzen darin zu investieren. Hier ein kleines Geschenk für dich. Es erhöht die Anzahl deiner Reiszüge. Und jetzt viel Erfolg im Kampf. Okay, dann schauen wir mal. Übrigens, wie schon gesagt, musst du für einen Angriff 3 Pokémon aufreihen. You don't say. Aber du kannst natürlich auch Reihen mit mehr Pokémon bilden. Diese Pokémon in der Mitte passen sich beispielsweise kreuzförmig aufreihen. Ich glaube, ich habe irgendwelche am Wort ausgesprochen. Oder du bildest eine Reihe mit 4 Pokémon, wie hier. Je mehr Pokémon du mit einem Mal aufreißt, desto stärker fällt auch der Angriff aus. Probier es am besten gleich selbst aus. Ja, das wollte ich ja sowieso. Ich wollte nur gucken, mit welchen Pokémon ich das hier mache. So. Gut, dann nehme ich mal. Ne, das will ich nicht. Ich nehme das hier. Okay, dann nehme ich dann. Was nehme ich? So. Dann nehme ich dieses Pokémon. So. Bam, bam, bam. Oh Gott. Tja, das war eine gute Bonusserie. Ne? Wollte ich mal gesagt haben. Gute Bonusserie. Schnapp es dir. Da haben wir jetzt das Biest zusammengefangen, ne? Schau mal, durch deinen Sieg über Biest sind die EP vom Psyo gestiegen. Häuf dein Pokémon Erfahrung an, steigt es im Level auf und wird stärker. Fange also fleißig weiter Pokémon und trainiere sie. Du hast ein Biest gefangen, leg es doch mal als Helfer fest. Oh, ein Shiggy. Dein nächster Gegner ist Shiggy. Ja, ich sehe das schon. Es handelt sich dabei um ein Pokémon von Typ Wasser. Pflanze und Elektro sind sehr effektiv gegen es. Bisasam aus deinem Team ist von Typ Pflanze. Also nimm Bisasam mit in den Kampf. Übrigens, je mehr Pokémon du sammelst, desto mehr Auswahl hast du, wenn du dir dein Team zusammenstellst. Weißt du mal nicht, für welche Helfer du dich entscheiden musst? Steht auch immer ein Vorschlag für dich parat. So werden automatisch Pokémon ausgewählt, die dir im Kampf einen Vorteil verschaffen. Probier's gleich mal aus. Eine erstklassige Wahl und jetzt auf in den Kampf. Dann fang mir mal diese Schicke hier. 15 Züge, das musst du ja mal rechnen. Besteht ein Typenvorteil gegenüber dem Gegner? Richtet dein Angriff mehr Schaden an als gewöhnlich. Reihe viele Bisasam auf, um den Gegner zu besiegen. Okay.
Dann mache ich jetzt erstmal den hier. Dann mache ich noch den hier. Ja, ging schnell, ne? Das ging schnell. Schnapp es dir. Los, Shiggy, bleib in dem Pokéball. Du hast ein Shiggy gefangen. Leg es doch mal als Helfer fest. Als nächstes kommt sicher Klumanda. Ach, jetzt habe ich doch gleich vergessen, dich über die Fähigkeiten der Pokémon aufzuklären. Jedes Pokémon verfügt über eine Fähigkeit, die im Kampf bestimmte Effekte freisetzt. Versuch mal, das Gelernte im Kampf gegen Klumanda anzuwenden. Klumanda ist ein Pokémon von Typ Feuer. Nimm daher Shiggy vom Typ Wasser mit in den Kampf. Du hast Shiggy gewählt, es kann also losgehen. So, Stufe 4. 15 Züge. Shiggy hat die Fähigkeit Viererkraft. Der steht zweifellos ohne mit der Zahl 4 in Verbindung. Hier bietet sich die Chance, 4 Shiggy aufzureihen. Bewege das Shiggy also an die entsprechende Stelle. Okay. Dann mache ich mal das hier. Ich meinte eigentlich das hier, aber okay. Dann mache ich mal den hier. Und dann den hier. So. Diese Bonusserie. Awesome. Geschafft. Schnapp es dir. Ja, schnapp mir das Klumanda. 85%. Yay, Klumanda wurde gefangen. Du hast ein Klumanda gefangen. Leg es doch mal als Helfer fest. Oh, ein Evoli. So, und diesmal kein langer Text. Okay, dann kann es mal so losgehen. Oh. Meistere die Stufe in 15 Zügen. Das wird doch einfach sein. So. Gut. Dann nehme ich noch diese Reihe. So. Nein, das hier. Los, Peter Dam. Und jetzt Glumanda, jetzt bist du an der Reihe. Wow, die Bonusserien hier. Wow, 50% bestimmt wieder aus einer Art Tutorial. Dieser Fangversuch hat leider nicht geklappt, wusste ich's doch. Aber kein Grund zur Sorge, mit einem Superball steigen nämlich deine Chancen. Normalerweise musst du dafür ein paar Münzen ausgeben. Aber diesen Superball hier schenke ich dir. Los, setz ihn gleich ein.
Super! Die Fangprognose, variiert je nach Pokémon. Aber dadurch jeder Superball 2500 Münzen kostet, solltest du dir gut überlegen, wann du einen einsetzt. Die Fangprognose steigt außerdem mit der Anzahl an Restzügen, die dir am Ende eines Kampfes bleiben. Deshalb ist es im Kampf dein ganzes Geschick gefragt. Evoli gefangen! Und das Tier wird ein Level abbekommen. Du hast ein Evoli gefangen. Leg es doch mal als Helfer fest. Nanu, das Evoli von eben hat etwas liegen lassen. Wow, ein echter Klunker. Klunker kannst du im Laden gegen allerlei Dinge tauschen. Schau am besten gleich mal im Laden vorbei. Dort kannst du mit Hilfe von Klunkern Versuche oder Münzen erwerben. Du kannst dein Guthaben auch im Nintendo eShop ausgeben. Klunker sind sehr wertvoll, also verschwende sie nicht. Okay, wie viel... Okay. Bringt mir hier nichts. Noch nichts. Aber ich sage mal an dieser Stelle danke fürs Zuschauen und tschüss bis morgen mit weiteren 5 Levels vom Pokémon Shuffle.